Ancora? Stupido ranzo idiota! Ach ja. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verflucht der Pfadfinder! Ihr werdet eure Penetranz noch schwer bereuen, wenn ich erst einmal rausgefunden habe, warum die Selbstschussanlage... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempograph. Dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 bla, bla, bla. Ich kann so nicht pennen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du. Sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen, du? Ramette, echt Ratte, Krach, Holter, die Kräuter, ja, Schwurbel, Heul, ja, Bedarf, Rubbel, Rubbel, die Pumpster, da immer, Stütze, Bachleiter, na, Ausgang, ja. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind acht noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen denn jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munte Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Das war ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Hey, Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Auf
ready for another violent round of Platypus Rattaka! And fight! Too bad! Looking silly, bonus! Still awesome! Take it on, blow! Don't shield your balls! Let it cut! Voila! Booby prize! Coward move! Cervical vertebra breach! Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufusreflexe zu trainieren. Auf geht's! Das heißt noch gar nicht. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch... It's on! Let's get ready for another violent round of Platypus Rattaka! And fight! Coward move! Embarrassing! Yeah. Don't shield your balls! Face it on blow! Dense defense! Looking silly, bonus! Lock and block! Aqua! Coward move! Booby prize! Too bad! Consolation point! Still awesome! Yeah. Give up already! Looking silly bonus! Dense defense! Yeah. Resistance is futile! What an idiot! Voila! Lock and block! Booby prize! Coward move! Too bad! Side fondly! Seventh kneecap! Set it cut!
Consolation points! Bill Warsaw! Tinkerbell Bash! Rage Mode! Finish him! Mash his face! Mash his face! Make him leap! Jump off his head! Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen. It's on! Let's get ready for another violent round of Platico Trataka! Das heißt nicht. It's on! Let's get ready for another violent round of Platico Trataka! Das heißt noch gar nicht. Ich wollte sie, aber es kann auch. It's on! Let's get ready for another violent round of Platico Trataka!
Das hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Verschlossen. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können, im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen, Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen, Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk? Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Garelev da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Her mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garelev ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Nanu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten. Aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Oh, du bist es. Wie schön. Hier lungerst du also rum. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin, bitte, bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie! Du musst mit zu Doc kommen. Huch, bin ich denn krank? Nein, nein. Oh Himmel, jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Mein Hunger kommt kaum. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huch, bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört?
Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm 1000 Mal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui! Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte! Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar! Ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Hey, Baby! Meinst du mich? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Schau mir in die Augen, Kleines. Ist dir eine Kontaktlinse verrutscht? Hier ist es so schummrig, ich kann kaum etwas erkennen. Hat sich erledigt. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ich habe gerade angefangen, den Insekten auf der Theke Namen zu geben. Das hier ist Ronny? Das ist Donny und das hier ist Prinzessin Hinkebein. Warum humpelt Prinzessin Hinkebein? Sie ist traurig, weil sie so alleine ist. Was tust du? Nun ist Ronny Prinz Hinkebein. Oh, wie süß. Du bist ja ein echter Tierfreund. Tja, ja. Hey, Puppe. Kommst du öfter her? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Aber das weißt du doch. Ja, schon. Warum fragst du denn dann? Smalltalk. Du bist lustig. Ich geb's auf. Was gibst du auf? Nicht weiter wichtig. Ah, wie schön. Janosch, Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Entschuldigung. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, jemanden wie mich im Dunkeln anzusprechen? Was eine gute Idee ist, merkt man meistens doch erst hinterher. Nun, das hier ist keine. Oh, okay. Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja, dass mein Hinterkopf, ja,
schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja? Das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasieren zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau.